So, ich bin jetzt mal auf dem Weg in meine Farm und jetzt kann ich euch ja gleich meinen coolen Button vorstellen. Ihr drückt drauf, er ist eigentlich vollständig in der Luft, der Button, und er reagiert trotzdem. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Ja, hallo und wieder mal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr diese coolen fliegenden Knopf da bauen könnt. Und der funktioniert natürlich auch. Das Ganze wird dann ein bisschen durch Quasi-Konnektivität sozusagen gemacht. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. So, also hier haben wir mal als erstes unseren Knopf. Da ist jetzt ein freier Block dazwischen und damit bauen wir jetzt einen Piston. Und das bauen wir jetzt nicht direkt, sondern das funktioniert durch eine sogenannte Quasi-Konnektivität, welche in Minecraft extra für Pistons mal eingeführt worden ist. Und sobald hier ein Redstone-Signal anliegt und hier, dann fährt das Ganze ein und da aus. Und das Ganze könnte so jetzt auch sozusagen nicht funktionieren. Und wenn wir jetzt nur ein Item drinnen haben würden, sagen wir mal so, dann passiert natürlich auch nichts. Das heißt, wir brauchen da eine Glock, die immer so hin und her geht, damit das Ganze dann wieder auf und zu gehen kann. Also das geht, dass die Glock bringt das Ganze dann auch wieder dazu, dass es heruntergeht und danach wieder nach oben geht. So, und was brauchen wir jetzt, damit wir diesen coolen, ja, diese coole Schaltung jetzt bauen können? Ja, das ist mal ganz einfach. Und zwar brauchen wir drei Pistons oder drei klebrige Kolben, dann einen Redstone-Block, dann einen Komparator, dann zwei Trichter, dann irgendwelche Blöcke, welche wir so hinbauen wollen, dann einen Holzknopf oder zwei, wenn wir für beide Seiten rein wollen. Vor allem, weil der hat ein längeres Signal als der Steinknopf, sonst könnt ihr den auch verwenden. Dann irgendwelche Blöcke, welche ihr als Tür verwenden wollt. Ich habe jetzt in dem Fall einfach einen Zaun genommen, dann eine Redstone-Fackel und drei Redstone. Ich würde sagen, bauen wir das Ganze gleich mal. So, und ich habe mir hier jetzt gleich mal wieder einen freien Platz gesucht. Und jetzt können wir gleich mal, ich baue das jetzt gleich in den Boden rein, damit ihr seht, wie das dann in Wirklichkeit aussieht. Und zwar können wir hier gleich unseren Zaun platzieren. Dann können wir das Ganze gleich nach oben gehen lassen, indem wir hier unsere Fackeln gleich platzieren. So, und hier können wir jetzt unseren ganz coolen Schalter bauen, den ich mit Quasi-Konnektivität sozusagen dann realisiere. Also ich schalte jetzt kurz die Zeit nochmal auf Tag. Und hier heroben bauen wir dann gleich unseren Schalter hin. Und wie ihr jetzt sehen könnt, macht er jetzt derzeit noch relativ wenig. Und damit er dann irgendwas macht, benötigen wir zumindest jetzt mal die Glock und den Komparator. Das bauen wir jetzt gleich hier auf der anderen Seite hin. Und jetzt müssen wir noch irgendein Item reinschmeißen. Und eigentlich ist es jetzt soweit fertig. Ich mache das jetzt auf der anderen Seite auch noch. Und dann können wir das Ganze noch verkleiden, zumachen. Und okay, das Ganze könnten wir noch jetzt ein bisschen tiefer setzen, dass es komplett versteckt ist. Das war jetzt natürlich nicht so gut gebaut von mir, ist klar. Und zwar in dem Fall einfach so hin. Von einer Seite werden wir so rein. Und dann gehen wir drüben auch nochmal einfach so rüber. Jawohl. Und schon ist das Ganze auch komplett versteckt. Ich hoffe, euch hat der meiner Meinung nach coolste Button gefallen. Und falls er dir gefallen hat, wäre es echt mega cool, wenn du ein Abo dalässt. Und natürlich würde ich mich auch über einen Like freuen und Anregungen in den Kommentaren. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei dem nächsten Video wieder. Bis dann!